Hallo und herzlich willkommen zurück bei Subnautica. So, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen bemühen. Wir brauchen nämlich ganz viele Sachen und das schreibe ich gleich mal auf. Hier. So, ich würde mich ganz gerne so ein paar Simo. Nein, wir bauen jetzt keine Torpedos, vielleicht später. Jetzt habe ich tatsächlich mal nichts zu schreiben hier, verdammt. Also, wir brauchen Blaststahlbahn, das heißt, wir müssen jetzt relativ viel Titan besorgen. Kriegen wir aber hin. Computerchip, ich glaube, dafür haben wir das ganze Zeug. So ein Solarladegerät wollte ich auch mal bauen. So ein Seemodden-Lagerungsmodul will ich auch mal bauen. Das können wir eigentlich gleich mal bauen. Braucht man nicht. Braucht man im Moment auch nicht. Das Sonar ist geil. Erweiterter Kabelsatz. Was machen wir denn jetzt als erstes? Jetzt erstmal den Lagerraum. Brauchen wir mehr Titan? Sollten wir allerdings da haben. Das holen wir also gleich mal. Nein, es gibt doch hier nicht etwa was zu trinken. So. Das schmeiße ich einfach weg. Achso, kann ich nicht machen. Nee, 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 nee. So, erstmal was trinken. Dann werfen wir das Salz weg. Und nehmen noch Titan mit. Das ist hier falsch. Titan ist da. So, ich gehe mal schnell vor die Tür. Blop, blop. Tschüss, Salz. Dann schwimmen wir hier unten rein. Haha. Voll praktisch, dass das jetzt geht. Dann haben wir hier jetzt eine Abkürzung. So, schwuppdiwupps. Dann gehen wir hier mal hin und jetzt können wir das Lagermodul bauen. Und wenn wir sowieso schon mal dabei sind, dann bauen wir gleich noch eine Seemotten-Rumpfverstärkung. So, und wie upgrade ich das jetzt? Ah, cool. Moment. Nein, geh mal weg da. Ich muss das ja sehen. Wir können das Ding ja jetzt auch noch farblich anmalen. So, als erstes will ich jetzt mal die Base Color ändern. Das sieht irgendwie schon sehr krass aus. Ich glaube, wir machen irgendwas, was man relativ gut sieht. Hier, so. Der Name ist Seemotte, das passt schon. Was ist denn das? Wo ist denn hier was weiß? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ziemlich geil. Aber den Innenraum, ich glaube, das war der Innenraum, oder? Interior. Das Interior machen wir schwarz. Ja, voll geil. Jetzt passen hier nur lediglich diese Streifen nicht. Da werden wir nochmal was anderes machen. Das ist so ein hässliches Grün im Moment. So, die Stripes. Oh, das sieht geil aus. Dann machen wir den anderen Stripe hier aber auch noch so. Nee, das hat schon gepasst. Ich weiß nicht, es hat was. Cool. Jetzt müssen wir das Ding aber trotzdem noch upgraden. Und ich habe natürlich vergessen, hier auf meinen Button zu drücken. So. Jetzt läuft die Aufnahme. Also, nein, sie läuft schon länger, aber jetzt steht auch da, wie lange ich aufnehme. So. Dann gucken wir mal hier nach. Die Seemotte wollen wir uns ansehen. Dann hauen wir hier offensichtlich die Upgrade-Module rein. Könnten wir da sogar noch mehr Lagerraum machen? Wo ist denn dann der Lagerraum? Ist er dann auf der anderen Seite? Moment. Ist hier dann irgendwo Lagerraum? Na gut, wir tauchen jetzt erstmal ab. Wenn ich jetzt auf die 1 drücke, passiert nichts. Wir steigen nochmal aus. Ah, Lagerplatz öffnen. Ja, geiler Scheiß. Haben wir noch was dabei? Könnten wir noch so einen Lagerplatz bauen? Nee, wir haben nicht genügend Titan. Dann würde ich sagen, werden wir uns da mal darum kümmern, dass wir an Titan rankommen.
Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen rumflitzen. So. Da ist sie. Sieht irgendwie schon verdammt geil aus. Ach, schön. Da haben wir Titan und... da unten. Und hier haben wir irgendwann wohl mal Kupfererz fallen lassen. Okay. Nehmen wir alles mit. Ist hier sonst noch irgendwo was? Ich sehe nur Salz. Ansonsten jetzt nicht so viel. Dann würde ich sagen, wieder rein da. Und unser pinkes Rending. Oh, ein Zahn, ein Zahn. Die nehme ich immer gerne mit. Denn ganz so häufig finden wir die irgendwie nicht. Und das, was mich echt nervt, ist, dass wir jedes Mal die Pflanzen neu scannen müssten, wenn wir so ein Spiel starten. Was ist denn das? Hm, okay. So, da hätten wir noch was. Dann gehen wir da noch hin, schnappen uns das hier. Silbererz, okay, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich hätte viel lieber noch mehr Titan. Aber hier fehlt es uns irgendwie massiv an Kalkablagerung. Hm? Das ist ein bisschen sehr schade, wie ich finde. So, rein hier. Da. Nehme ich, glaube ich, das Quarz auch gleich mit, auch wenn wir da eigentlich mehr als genug haben. Nur zu, komm zu mir. Was haben wir hier liegen? Ein Seemottenfragment. Ich glaube, wenn man die jetzt scannt, kriegt man Titan, oder? Das werden wir auf alle Fälle gleich feststellen. Nee, wir werden es noch nicht feststellen. Ich will erstmal hier Sachen einlagern. So sieht es aus. Dann komm mal her. Wo ist es denn? Da ist der Lagerplatz. So, dann hauen wir das da rein. Das brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt habe ich das Glas eigentlich mitgenommen. Fragen über Fragen. So. Schwimmen wir dort jetzt mal hin und dann werden wir das gleich scannen. Denn Seemottenfragmente haben wir auf alle Fälle schon mal gescannt. Na? Also wir haben jetzt irgendwas bekommen. Lithium. Warum auch immer. Oder hatten wir das schon? Und warum müssen wir den Eintrag erst freischalten? Das ist alles ein bisschen sehr mysteriös. Da liegt nochmal Schrott rum. Ja, zumindest kommen wir so an eine Menge Titan. Dann lohnt sich das alles ja jetzt hier doch nochmal. So, wo haben wir denn noch irgendwas von Interesse? Oh, draußen bellt schon wieder so ein Hund. Irgendwelche Nachbarn haben sich einen Hund gekauft vor kurzem. Und der ist einfach so scheiße erzogen, der bellt, sobald er andere Menschen sieht. Und was sowas von laut, die müssen den da ständig, also wirklich hochnehmen oder am Dings ziehen. Also der wird am allerliebsten Leute fressen. Scheiße, jetzt habe ich nicht gehört, was er gesagt hat. Irgendwas hat er detected. Ey, geh weg. Fischer. Was bist du denn für ein Arsch, ey? Nimm mir einfach das Metallteil weg. Pennergetier. So. Wir müssen aber auch noch was essen. Da werden wir uns also jemand den mitnehmen. So, ist hier sonst noch irgendwo ein Metallteil? Ja. Kommen wir doch mittlerweile an genügend Titan dran, sodass wir wieder was anderes bauen können sollten. So, da hätten wir noch ein Fragment. Das scannen wir jetzt einfach mal. Auch wenn wir eigentlich die Seemotor ja schon längst freigeschaltet haben. Aber kann ja sein, dass das alles irgendwie noch nicht so recht geklappt hat und durch das neue Update wieder zunichte gemacht wurde. Und wir das ganze Zeug deshalb nochmal neu scannen müssen. Und noch ein Metallteil. Nee, also es ist schon, glaube ich, gut, dass wir direkt hier in der Nähe
eine Basis gebaut haben, da wir ja mittlerweile zu viel Zeug brauchen. Und wir kriegen es nicht mehr rein. Das ist super. Dann ab nach Hause. Hier ist die Basis, okay. Fahren wir da mal hin. Oh, ich bin gespannt, wie das jetzt funktioniert, so mit dem Aufladen und alles. Und wie viel das dann an Energie verbraucht hier. In der Station. Kriegen wir gleich mit. Dankeschön. Alter Falter. Das hat er jetzt derbe Energie gezogen, okay. Und ich glaube, wir könnten hier eigentlich nochmal einen Fabricator ranbauen. Nur haben wir keine zwei Titanen. Lächerlich. Na, dann gehen wir eben nochmal los. So, dann machen wir Titan draus. Wobei, dann machen wir doch hier gleich mal so einen Titanenbahn. Brauchten wir einen Plastal oder einen Titanbahn? Jetzt muss ich echt nochmal... Verdammt, wir müssen erst was essen. Sonst sterben wir gleich noch. So. Ich glaube, wir kochen sogar den Blasenfisch. So nötig haben wir es mittlerweile. Alter Falter. Nun aber. So, Upgrade-Konsole. Nee, wir wollen ja das bauen. Nee, das war's hier. Ein Plastalbahn, tatsächlich. Können wir dann jetzt hier mittlerweile einen Fabricator irgendwo daneben bauen? Ja, könnten wir. Bin aber viel lieber. So. Dann baue ich das hier einfach noch damit dran. Alles gut. So, gut, dass wir gerade den Zahn gefunden haben. Bäm. Wir haben mittlerweile ein ernsthaftes Energieproblem. So, was fehlt uns denn jetzt? Na, wo ist es denn? Ein Computerchip fehlt uns noch. Dafür brauchten wir Silbererz. Das haben wir definitiv. Holen wir doch mal noch. Das war irgendwie zu erwarten, immer dann, wenn man das braucht. Es ist natürlich auf dem ganz anderen Schiff eine super Sache. Aber das kriegen wir auch noch hin. So. Silbererz, Silbererz, Silbererz. Ist dann wahrscheinlich hier drin. Dann nehmen wir gleich mal ein bisschen mehr mit. Lithium könnte man auch schon mal mitnehmen. Und gleich mal noch ein bisschen Gold. Kann ja nicht schaden. So, ich würde am liebsten hier oben dann noch einen Raum drauf bauen. Und dann würde ich den hier unten als Farm nutzen oder so. Ich denke, das ist eine geile Idee. Jetzt bauen wir aber erstmal den Computerchip. So. Jetzt können wir aber wirklich den Druckkompensator bauen. Bauen wir den auch gleich mal ein. So. Sichere Tiefe nun 325 Meter. Das heißt, wir müssen nochmal einen bauen. Ich hätte allerdings halt auch gerne noch was anderes gebaut, wie hier dieses Seemuttensonar. Kriegen wir das noch hin? Ich meine, wir können ja dann was anderes wieder ausbauen. Ey, dieser verdammte Hund draußen. Ich würde ihn am liebsten echt...
Kann ich jetzt so gar nicht sagen, was ich mit ihm allerliebsten machen würde. So ein Computerchip, dazu bräuchten wir nochmal einmal eine Tischkorallenprobe. Haben wir noch eine? Ich hoffe doch. Tischkorallenprobe. Es ist keine hier. Was ist denn hier passiert? Was wächst da denn bitte? Und der wird mir jetzt langsam aber echt bedenklich groß. Kreaturenei? Was sind das für Kreatureneier? Das sieht mir doch verdächtig aus. So, du kommst gleich mal mit. Denn hier haben wir, glaube ich, jetzt schon zu viele Fische drin. Und ich glaube, wir nehmen noch einmal einen Blasenfisch mit. So, haben wir jetzt noch zwei hier drin. Wir haben noch zwei Blasenfische, das passt. Dann könnten wir hier nochmal so ein Reginald mitnehmen. Und ich glaube auch so ein. Nee. Komischerweise haben sich gerade die nicht vermehrt. Das ist ja interessant. Dann werden wir die erst nochmal rauslassen. Ich hoffe, dass es einfach Eier von den Spatenfischen sind. Und dann werfe ich die jetzt einfach mal wieder rein. Und dann sehen wir es ja, ob das stimmt. So. 30 seconds of oxygen remaining. Wie kriegen sie dann gleich mit? Dann kochen wir mal ein bisschen was. Aus dem Blasenfisch machen wir wieder Wasser. So. Mal leckere zwei Reginets kochen. Alter Falter. Wohl gut und ich hoffe, der hält sich jetzt noch kurz. Dann können wir das nächste machen. So, wir brauchen also noch eine Tischkorallenprobe. Ach ja, wir haben ja jetzt unser Schiffchen. Dann können wir uns das ja schnappen und mal schnell zu einer hinschottern. Oder haben wir vielleicht sogar noch welche eingeladen? Könnte sein. Wir haben doch da... Nee, jetzt sind wir falsch. Da war doch... Wieso klappt das denn nicht? Wo ist denn jetzt unser Lager? Ist das das Lagermodul gewesen? Ja, doch. Da haben wir doch noch Sachen, aber da haben wir keine Tischkorallenprobe. Mäh. Einfach nur mäh. Dann lagern wir eben erstmal alles hier ein. So. Und wir hätten sogar noch einen Pirscherzahn. Sehr geil. So. So, nun aber ran ans Lager. Nehmen wir das noch schnell mit. Verwandeln das in Titan. Und dann schnappen wir uns noch zweimal Titan. Zack, zack. Machen gleich nochmal einen Bahn. Und nachdem wir ja auch noch einen Pirscherzahn haben, können wir sogar gleich noch so ein... Ach, Lithium brauchen wir dafür, okay. Das haben wir aber auch. Und der Pirscherzahn hier wieder zurück. So, Plastilbahn. Als nächstes bräuchten wir dann für ein weiteres Fragment nochmal einen Computerchip. Für den Computerchip. Silbererz haben wir, Tischkorallenprobe und Quarz. Das kriegen wir aber alles her. Ich glaube, ich werde gleich mal ein paar mehr Tischkorallenproben mitnehmen.